Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind jetzt in Finale Ligure und das Wetter ist so lala. Wir sind heute erst angekommen, aber wir starten jetzt trotzdem mal in Richtung NATO Base und willst uns verraten, wie spät es denn ist? Genau, also es ist 10 vor 3. Und dann schauen wir mal. Ich werde heute auch mal die Tour aufzeichnen und mal gucken, wie das funktioniert, ob es funktioniert. Genau, um wie viel Kalorien nicht verbrauchen und solche Sachen, was die Uhr halt kann. Genau. Ja, wir sind mit dem E-Bike unterwegs. Ich bin auch gespannt, was die Herzfrequenz so sagen wird. So, Dala, noch ein kleiner Zusatz. Also, weil heute ist es ja schon recht spät, 3 Uhr. Wir fahren mal mit den E-Bikes. Ich hoffe, man sieht's. Wir haben 100% geladen. Und damit ging es dann auch schon los vom Campingplatz aus. Erstmal durch die City von Finale Ligure durch, um dann an dem Bogen zu landen. So, hier der schnelle Beweis, dass wir wirklich im Finale sind. Kann ja sonst jeder behaupten. Da ist er, der Bogen. Den muss man, glaube ich, dann mal fotografiert haben, sonst waren wir nicht hier. Und dann nochmal ein Stückchen weiter an der Hauptstraße leider, denn die NATO Base haben wir gecancelt, weil das Wetter einfach nicht mitgespielt hat. Stattdessen gibt es einen coolen Küstentrail. Schönes Meer, schaut genau hin. Ja, ihr seht, das Wetter ist zwar durchwachsen, aber die Aussicht ist trotzdem geil. Jetzt muss nur noch der Nico den Trail liefern, von dem er geredet hat, dann wird's gut. Weil NATO Base war so regenverhangen, dass wir es jetzt umentschieden haben, genau. Ja. Wir sind ja noch ein paar Tage hier, wird sich schon noch ausgehen. Wow, oder? Was sagt ihr? Ich finde manchmal ist es so sogar noch eindrucksvoller, wie wenn einfach nur die Sonne scheint. Das ist beim Örtchen Borgio. Und mal sehen. Ja, ist schon sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Willi! Ja, auf Bestellung. Ist gut. Juhu, ich glaube, wir sind am Check, ohne dass ich es weiß. Ich glaube, wir sind in der Staude. Hui! Gut, dass wir E-Bike. Das ist jetzt gerade echt schon wieder sehr steil, aber natürlich mit dem E-Bike absolut perfekt. Boah, die Kakteen. Boah, krass. Das ist natürlich super, wenn die Stauden so weit runterhängen, dann lockert der Vordermann die Spinnen und die fallen dann alle runter auf mich. Bäh. Die Auffahrt ging dann eigentlich die ganze Zeit so weiter entlang an den alten Mauern und auf den alten Straßen, die so lustig gepflastert sind. Also da war das wirklich schon ein Erlebnis an sich und mit dem E-Bike absolut perfekt, weil Bio muss man sich da schon ordentlich schinden. Da oben sind wir. Der Kirchturm ist allerdings ein bisschen eingepackt. Friedhof ist auch da. Und jetzt gibt's die Hard Facts. Was gibt's zu sagen? Also wir sind jetzt 54 Minuten unterwegs, 12 Kilometer Distanz. Und meine, bei so einer heißen Frau, Pulsschlag 102. 102, so, so. Can I look at the bike? Was hab ich? Yes, yes, please. Very nice. Which brand is? Ich habe nur 74 Puls und ja, den Rest kann ich bestätigen. 300 Höhenmeter, ich weiß nicht, ob er das gesagt hatte. Hier ist jetzt schon Interesse für die Bikes. Und das ist echt ganz auffällig, weil dadurch, dass wir halt zweimal das gleiche Bike fahren, ist es wahrscheinlich noch krasser. Aber die Leute bleiben echt stehen und schauen sich diese Bikes an. Und das nicht nur einmal, sondern wirklich oft. Jungle, der Mighty Jungle. Und damit ging es dann auch ab auf die erste Abfahrt. Lasst euch aber schon mal gesagt sein, diese 300 Höhenmeter, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, die sind es noch nicht gewesen. In Summe werden es knapp 700 werden, weil da kann man sich voll mit den Trails spielen und rauf und runter. Und dann sind wir einmal ganz runter und dann aber nochmal fast ganz rauf zum Schluss. Also da gibt es echt alles Mögliche zum Erkunden und eigentlich ist es ein echtes Labyrinth. Also ich glaube, ich hätte mich nicht mehr zurechtgefunden. Allerdings kann man andersrum auch wieder nicht viel falsch machen, weil einfach irgendeinen runter und den nächsten wieder hoch und irgendwann ist man dann schon wieder an der Straße. Ich glaube, so funktioniert das in echt.
Gerade eben höre ich noch aus dem Hochbett, dass ich erwähnen soll, dass Nito jeden Weg wusste und wir ohne ihn nicht mehr zurückgefunden hätten. Na, da mag er auch recht haben. Ich bin tatsächlich nur hinterher gedackelt und in diesem Labyrinth, wie gesagt, kenne ich mich nicht besonders aus. Nico! Ja, diejenigen, die unseren Kanal schon länger verfolgen, die wissen wahrscheinlich, dass ich nicht so sehr auf E-Bike stehe eigentlich. Jetzt habt ihr es gehört, da sage ich, E-Bike ist schon göttlich, weil was ich so gar nicht mag, ist auf und nieder. Und das geht natürlich mit dem E-Bike echt saugut. Da kann man dann auch einige Stellen fahren, die man sonst halt einfach nicht geschafft hätte. Und von dem her war das für diesen Trail wirklich absolut perfekt. Auf und nieder! Ja, auf und nieder immer wieder. Ja, mal sehen, ob es heuer eine Wiesen gibt. Ich sehe da ja tief schwarz. Aber dafür haben wir gute Beleuchtung. Ich kann Nikos Arsch anleuchten. Seht ihr es? Also das war cool, weil das war wirklich so richtig düster an dem Tag, weil das Wetter ja einfach nicht so gut war und der Wald dann die Sonne letztendlich noch mehr abdunkelt. Und von dem her ist diese Beleuchtung wirklich richtig cool. Immer diese Kraftausdrücke, Kraftausdrücke. Ja, vielleicht noch kurz ein bisschen zur Schwierigkeit der Trails. Also da ist von ganz leicht bis ganz schön schwierig alles mit dabei. Und es ist halt viel so Marmorstein. Dementsprechend, wenn es nass ist, dann ist es super, super rutschig. Und da muss man echt aufpassen. Aber die ganzen Sachen, die eher erdig waren, die waren super zu fahren und auch schön griffig. Und ja, dementsprechend hatten wir echt ein gutes Spielfeld für den ersten Tag zum Einfahren gefunden. Und jetzt schalte ich euch mal Musik dazu, weil zu viel Gelaber braucht ja auch kein Mensch. Das war wieder so eine Stelle, da kommt eine Abzweigung und davon gibt es wirklich Tausende. Wenn man in der Karte nachschaut, dann sollten da eigentlich nur 3-4 Wege runtergehen. Aber in echt sind es bestimmt 20 Weglein, die sich da entlang schlängeln und immer mal wieder Abkürzer und andere Abzweigungen. Also für mich ein pures Labyrinth. Nico hat sich wirklich ganz gut ausgekannt, das muss man zugeben, weil wir sind eben dieses bisschen schwierigere runtergefahren. Das war sicher so S2 bis S3 und dann eben nochmal ganz hoch und dann einen deutlich leichteren, der auch so richtig schön angelegte runde Kurven hatte. Das seht ihr aber dann nachher noch mit Anliegern zum Teil und über so Mauern drüber. Und das war dann einfach deutlich einfacher und flowiger. Und den kannte er auch noch vom letzten Mal, wo er da war, ist aber auch schon 3-4 Jahre her. Also von dem her Hut ab. Ich war vor 8 Jahren einmal da und ich erinnere mich an wenig, sagen wir es mal so. Ja.
schon cool. Sieht jetzt auch wieder cool aus. Aber hier geht, hier ist es wieder nicht ganz so ruschig. Ja, da seht ihr es, da waren wir schon ganz unten an der Straße von Final Borgo und jetzt geht es eben nochmal hoch, auch ein bisschen traillastiger, diesmal der Uphill und wir kommen noch an so einem mega Lost Place vorbei mit super genialer Aussicht übers Meer, also bleibt auf jeden Fall dran und schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr da auch schon wart, weil ich denke mal in Finale Ligure werden sicher schon einige von euch gewesen sein. Das ist neben dem Gardasee ja einer der ganz großen Hotspots für uns Deutsche auf alle Fälle. Hotspot? Jawohl, Hotspot. Und ja, schreibt uns doch mal, was ihr hier gerne gefahren seid und ob ihr schon hier wart. Da hört man die Steinplatten auch schon wieder auf den Felgen. Das klingt immer wirklich so ein bisschen wie Klaviergeklimper, aber irgendwie auch richtig cool. Und da sieht man einfach, was die Teile mittlerweile aushalten. Ich erinnere mich noch an meinen allerersten Alpencross, da war ich gerade mal 18 Jährchen, das ist wirklich schon eine Zeit lang her. Und da gab es auf jeden Fall immer Riesenprobleme mit Felgen und Reifen und Platten und allem drum und dran, sobald es in die Dolomiten gegangen ist. Und da merkt man jetzt schon einen Riesenunterschied. Ja, cool, schaut mal. Die Absperrung war offen und dementsprechend schauen wir uns das jetzt einfach mal an. Wir sind nicht die Ersten hier, aber es hat trotzdem Lost Place Feeling. Und die Aussicht hier ist natürlich echt gigantisch. Man ist zwar nicht allzu weit oben, aber der Ausblick, der kann schon was. Also da drüben ist die Fraueninsel und das ist der Chiemsee, so apropos. Ja. Und hier ist Prien. Prien. Na gut. Und fall bitte nicht runter. Nein, hätte ich nicht vor. Manche von uns telefonieren, aber ich nehme euch jetzt mal mit. Ui, alles angesprüht. Ich denke mal, das war einfach so, wo die früher vom Steinbruch irgendwie so ein Besprechungshäuschen hatten oder so. Mit Ofen sogar. Cool. Wow. Das sieht cool aus, auch vor allem, weil es so bunt ist. Es passt irgendwie super in die Region hier im Finale, finde ich. Ist ja doch alles recht locker und schön hier. Und der Stromkasten und ein Klo. Aber da ist nicht mehr viel übrig. Und halt einfach diese mega, mega Aussicht. So, der Lost Place ist erkundet. Dann ging es noch ein bisschen weiter bergauf für uns, bevor es jetzt eben in diesen eher flowigen Downhill reingeht. Ihr seht es mit bisschen Anlieger, mit vielen, vielen runden Kurven über diese Mauern drüber. Also richtig cool. Jetzt nochmal einfach eine Genussabfahrt. Na, mega. Doing
Stadttor. Das ist das Stadttor von Final Borgo. Man glaubt es nicht, hier haben sogar die Bars geöffnet. Das Leben kehrt zurück. Unsere Situation hat sich gerade noch mal verbessert. Wir haben nichts bestellt. Nein, es gehört zum Getränk. Mega, das ist Italien. Das Steilste vom ganzen Tag ist die Auffahrt zum Campingplatz. Oh, ich gehe gerade mal hoch, sehr fix. Ja, gut, dass ich Fuß fahre, das ist für mich kein Problem. Habt ihr übrigens schon unseren Stellplatz gesehen? Ich finde den eigentlich ziemlich cool. Es ist nicht viel los. Wir sind da ein bisschen überhalb von Finale. Ich glaube, Tahiti oder so heißt der. Filmen lieber mal die Einfahrt. Ja, die hat der Nico gemacht. Wenn man schon einen Mann dabei hat, dann darf der auch parken. Dafür bin ich gefahren. Das nennt sich Aufgabenteilung. Aber ich finde den trotzdem cool. Außerdem habe ich mir schon gemerkt, wenn es brenzlig wird, immer die anderen fahren lassen, weil dann kann man nirgendwo anecken. Na, was sagt ihr? Die Drohne ist natürlich auch mit am Start und jetzt seht ihr unser Zuhause mal von oben. Was sagt ihr dazu? So, nächster Tag. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Wenn man genau hinhört, hört man wahrscheinlich auch schon Regengeräusche auf dem Dach. Er hat selber Milchschaum. Also, an denjenigen, der gesagt hat, dass er eigenen Milchschaum kriegen soll, er hat eigenen Milchschaum, aber er will lieber meinen. Ist nicht in Ordnung. Ist nicht in Ordnung. Ja, auf jeden Fall schauen wir uns das auch gleich noch an, was wir gestern so gefahren sind. Da werden wir mal auswerten. Mal aufzeigen. Und genau, zeigen euch dann mal, wie das so ausschaut. So, wir liegen jetzt oben im Bettchen drin, weil es regnet. Aber da haben wir dann genug Zeit, die Daten von gestern ein wenig auszuwerten. Hier seht ihr eben die Karte im Prinzip mit den GPS-Aufnahmen der Uhr. Ich mache da mal ein bisschen dunkler, dann sieht man das noch besser. Und es ist eigentlich richtig cool, weil die zeichnet das super genau auf. Und die Farben? Genau, die Farben sind, wenn man hier sieht, grün ist langsam und dann wird es so gelb bis rot und dann wird es schnell. Also man hat auch hinterlegt hier in der Karte, ich zoome mal dran, welche Geschwindigkeit man gefahren ist. Und unten stehen dann auch so die Daten, Trainingszeit, durchschnittliche Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien, Distanz, genau, dann geht es hier weiter. Und ich habe halt sehr viele, ich habe halt immer so Diagramme, wo ich genau sehe, wie der Pulsverlauf war, wie die Geschwindigkeit war und so weiter. Genau, also ich habe dann auch pro Kilometer alles aufgezeichnet, Zeit, Distanz und so weiter. Und hier sehe ich dann auch einen Puls. So viel zu E-Biken ist nicht anstrengend. Genau. Dann die Sauerstoffsättigung hast du da gehabt jetzt? Jo. Genau, die ist hier. Also hier habe ich die verschiedenen. Da kannst du ja als Sportwissenschaftlerin was dazu sagen. Ja gut, anaerob ist halt natürlich der Stoffwechsel im Laktatbereich, also wo man dann Laktat anreichert. Aerob ist auf Langzeitaktivitäten, also eigentlich wo Mountainbiken dazu kommt, typischer. Da sieht man auch, dass da mehr darin verläuft. Intensivbelastung wird die Uphill-Sachen im Trail sein. Die sind natürlich wirklich relativ anstrengend, da kann man nichts sagen. Und der normale Uphill, denke ich mal, ist dann dieser leichte Uphill, weil man ja doch mit dem E-Bike dann natürlich sich ein bisschen leichter tut, als wenn man Bio getreten wäre. Genau, hier habe ich das, die Höhenmeter, die ich gefahren bin, so das Profil. Höhengewinn sind 684, Höhenverlust 661. Genau, und da habe ich nochmal im Diagramm, habe ich das nochmal genau in verschiedenen, in drei Farben aufgezeichnet. Bergauf 27%, bergab 31%, Ebene 42%. Nochmal zu den Höhenmetern. Die können jetzt in dem Fall so sein. Normalerweise müsste das ja dann gleich viel Verlust und Gewinn sein, aber wir haben nicht ganz bis zum Schluss mitgetrackt, weil wir dann ja noch was trinken wollen. Und dementsprechend haben wir ein bisschen früher Schluss gemacht. Und vielleicht deswegen der Unterschied auch bei den Höhenmetern. Genau, und wenn man dann zurückgeht, also man kann diese ganze, das läuft jetzt übers iPhone hier, kann jetzt hier zurückgehen, einmal später, und dann habe ich hier eigentlich eine komplette Übersicht,
So, jetzt, wo ich dann alles sehe. Also im Endeffekt, 2 Kalorien habe ich heute schon verbrannt. Geschlafen habe ich 9,8 Stunden. Oh Gott. Ja, also es zeichnet sehr, sehr viel aus. Ich werde mich noch ein bisschen intensiver damit beschäftigen. Und dann gibt es natürlich noch ein bisschen ausführlicheres Video. Ich würde sagen, schnell was weg, sonst sieht man, dass du nur schläfst. So, ja, das ist übrigens Amazfit T-Rex Pro und gibt es eben für ungefähr 170 Euro. Und hier sieht man auch nochmal knapp zusammengefasst, was sie so alles kann. Die ist eben wasserdicht und erfüllt Militärstandard. Bis zu 18 Tage Akkulaufzeit. Da merkt man auch wirklich, dass der Akku deutlich länger hält wie bei mir. Ich habe die Apple Smartwatch, muss ich gestehen. Und da bin ich jeden Tag am Laden, während der Nico sie einmal die Woche dran steckt. Das ist wirklich cool. Bin ich ein bisschen neidisch. Und genau, wen es genauer interessiert, wir verlinken die mal noch unten in die Infobox rein. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr auch mit so einer Smartwatch oder Pulsuhr fahrt. Und damit verabschieden wir uns für den allerersten Tag. Es folgen einige weitere. Bleibt also unbedingt dem Kanal treu. Falls ihr es noch nicht tut, dann abonniert doch unseren Kanal. Los, und damit sagen wir, viert euch und bis morgen. MTB.